Heute würde ich ganz gern eine nagelneue Maschine vorstellen von Sage. Und es ist das hier, das Barista Touch Impress. Also, ich würde euch gerne die Maschine vorstellen, was sie alles an neuen Features hat. Wir werden die Maschine dann benutzen und schauen, wie es funktioniert. Lass uns einfach mal die Maschine so anschauen. Und das Hauptstück natürlich ist das Touch Display hier. Mit dem Touch Display hat man ja die volle Kontrolle. Kann alles einstellen. Das werden wir bald anschauen in der Tiefe. Es hat auch diesen schönen Tamperhebel hier. Und mit dem Tamperhebel kann man sehr eben tampen. Und außerdem in Verbindung mit der Dosierung kann man auch sehr gut dosieren mit der Maschine. Das ist eine feine Sache. Die Maschine zielt ungefähr auf zwischen 18 und 20 Gramm für einen doppelten Sieb. Das ist ganz praktisch. Dann hat man auch diese neue Lanze, was man hier sieht. Diese neue Dampflanze hat sehr viel Power. Das hat auch 4 Löcher drin und sie macht einen sehr tollen Milchschaum. Damit kann man die Milch sehr gut ins Whirlpool bekommen. Sehr feine Sache. Außerdem verfügt diese Maschine über auch einen Temperatursensor. Und über diesen Temperatursensor kann man auch Milch schäumen automatisch. Eine sehr praktische Sache. Auch was Neues ist bei dieser Maschine ist, in der Wassertank gibt es ja ein Magnet. Und somit gibt es ja hinten einen Sensor. Somit kann man feststellen, okay, es muss wieder Wasser aufgefüllt werden. Das ist eine gute Sache. Noch eine letzte Sache. Hier im Mahlwerk, wir haben was Neues und zwar von Baratza. Das ist eine amerikanische Firma und diese neue Mahlwerk kommt ja von Baratza und es hat insgesamt 30 Einstellungen. Man stellt hier auf die Seiten ein und das ist auch stufenlos. Also nur bis 30 wird er angezeigt am Display, ist allerdings stufenlos. Gut, so viel zu der Maschine. Lass uns mal schnell das Display anschauen. Man wird begrüßt mit dem schönen Startbild von dem Cappuccino mit Latte Art. Es dauert ja nicht lang und dann sieht man alle Getränke, die möglich sind. Von Espresso, Latte über Flat White, Kaffee Crema, Hot Chocolate, Babychino und so weiter. Also man hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn wir mal das Espresso anschauen, sieht man 3 Symbole. Einmal zum Mahlen, einmal die Extraktion und einmal die Milli. Wobei in diesem Fall braucht man natürlich keine Milli. Man wird auch sehen, dass das Symbol für das Mahlen ist ja ausgegraut. Wenn wir allerdings den Siebträger einitoren, dann sehen wir, okay, jetzt dürfen wir mahlen. Okay, man sieht auch, wo der Mahlgrad gerade ist. Der ist bei 10 von 30 Schritte und wir haben auch der doppelte Sieb und nicht der einzelne. Und dann geht es zum Extraktion. Also die Extraktion kann man hier starten. So, okay. Man kann es auch gleich wieder direkt aufs Icon drücken und dann hört es auf. Gehen wir einmal zurück und schauen wir mal ein Getränk an mit Milch. So wie ein Flat White. Und hier sieht man auch, genauso wie vorher zum Mahlen, die Extraktion und dann auch die Einstellungen für die Milli. Wenn man da drauf drückt, hat man verschiedene Möglichkeiten. Einmal die Temperatur. 65 Grad finde ich schon ziemlich heiß. Ich setze auch öfter bei 60 ein. Froth, das ist ja die Menge an Schaum, die gemacht wird. 4 ist für mich okay. Und dann gibt es auch die Milli. Man kann aussuchen zwischen Molkerei-Milli, Hafer-Milli, ein Soja-Milli und so weiter. Genau. Man kann auch zu jeder Zeit Wasser auslassen. Das finde ich ganz nett. Da kommt es auf Sie. Und man kann auch jederzeit das Dampfen dann auch starten. Okay. Als nächstes würde ich gerne dann die Einstellungen anschauen. Okay, hier sieht man dann das Menü. Man hat ja verschiedene also Wartungs- und Reinigungsmöglichkeiten hier am Anfang. Dampfstab reinigen, Brühgruppe reinigen, entkalken, Wasserfilterwechsel und so weiter. Dann gibt es auch ein paar nette Features wie die Extraktion, die intelligente, auch die Dosierung, die intelligent gemacht wird, wo geschaut wird, okay, wo habe ich getampert und wie viel brauche ich das nächste Mal. Das ist schon sehr praktisch. Die Temperatur kann man auch einstellen. Der Standard ist bei 93 Grad.
Man kann auch einmal heißer 1 und 2G, dann geht man rauf von 93 bis auf 95 Grad oder runter bis auf 91 Grad zum Beispiel. Es gibt auch ein Kaffee-Tutorial, da kann man da anschauen, so ein Video. Personifizierte Getränke gibt es auch noch. Wenn man es so einstellt, wie man es haben mag, dann kann man das speichern unter einem Namen. Dann gibt es auch noch ein paar Sachen wie die Einheiten, die Sprache natürlich, die Datum und Uhrzeit kann man einstellen und so weiter. Und das war's im Großen und Ganzen fürs Display. Und übrigens, das Display hat 10 cm. Gefällt euch das Video? Dann bitte liken und subscriben. Okay, jetzt, dass wir das Display angeschaut haben, ich würde ganz gern mit euch ein Espresso machen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Nehmen einfach den Siebträger, stecken es da rein und drücken wir Espresso. Jetzt tun wir tampern. Und die Maschine zeigt uns auch, passt es oder passt es nicht. Nein, sagt ein bisschen mehr. Okay. Dann geben wir ein bisschen mehr drauf. Und ja, jetzt sagt, dass es passt. Prima. Und so schaut es aus. Sehr, sehr schöner Pack. Lassen wir das einspannen. Und schauen, wie der Espresso so ausschaut. Gut, jetzt drücken wir auf Espresso und schauen wir mal, was draus wird. Ja, das schaut gut aus. Mhm. Okay. Wow, das ist eine richtig geile Creme drauf. Uff. Sehr fein. Das hätte ich auch erwartet. Mal schauen, ob das steht. Fast. Das hätte ich erwartet. Ich habe diese Bohnen von Dinsler bekommen. Das ist Dinsler Lazise. Und da sind 50% robuste Bohnen drin. Und das ist halt so, mehr robuste heißt mehr Creme. Meistens. Das ist auch sehr frisch und sehr lecker. Schön balanciert. Ein bisschen Süße kommt raus. Ein bisschen so Bitterschokolade. Ist eine feine Sache. Und das ist eben das Gute an dieser Maschine. Es hat ein bisschen die Handhabung von einem Vollautomaten, in dem dass man unterstützt wird. Allerdings kriegt man einen richtigen Espresso und, und kein Fake-Espresso. Als nächstes lass uns mal Milch aufschäumen. Automatisch. Also, was ich finde, ist, dass fettige Milch am allerbesten funktioniert. Das hat hier 3,5%. Das schmeckt ja voll geil und ist auch leichter zum Aufschäumen. Außerdem sollte die Milch auch kalt sein und dazu soll sie frisch sein. Also keine sehr lang übererhitzte Milch sein, was lange hält, sondern eine richtige Frischmilch. Lass uns mal das einfach automatisch ausprobieren. Dazu wählen wir ein Getränk aus mit Milch, ein Flat White. Und tun wir es so einstellen. Und jetzt einfach auf die Milch drücken. Was schon eine feine Sache ist, ist dadurch, dass die Temperatur gemessen wird, man bekommt auch ein sehr heißer, schöner Milchschaum. Und es ist auch sehr akkurat. Ich habe es auch schon mal getestet. Also wenn 5 und 6 Grad da stehen, dann sind es auch so viel. Abwaschen. Gut. Schauen wir mal, was wir hier gießen können. Schauen wir einfach mal. Okay, da haben wir unseren Cappuccino. Man kann auch mit der Maschine sehr gut manuell schäumen. Lass uns das mal auch ausprobieren. Nun mal das gleiche in grün. Drücken wir einfach auf manuell. Und man kriegt wirklich einen sehr schönen Whirlpool. Man kann es sehr schnell, sehr leicht zum Drehen bekommen. Okay. Ein bisschen zu viel Milli. Also, sehr schöner Milchschaum. Okay, gut. Wie man da sieht,
Man kann mit der manuellen Milchschaum noch ein bisschen feiner, noch ein bisschen schöner das Konsistenz halt beeinflussen. Das merkt man schon. Aber mit der automatischen funktioniert es auch und das kann jeder tun. So, schauen wir mal. Das hier habe ich automatisch hinbekommen und das hier habe ich manuell hinbekommen. Also, was sage ich zu dieser Maschine? Was ist der Fazit? Für wen ist diese Maschine bestimmt? Ich sage mal so, wenn du 1.000 Euro ausgibst oder gar 2.000 Euro ausgibst für Jura, für einen Siemens mit Vollautomatmaschine, dann ist das hier auch in dem Bereich eigentlich günstiger und du kriegst einen viel geileren Espresso, einen viel besseren Flat White, Latte Macchiato, Kaffeecreme, alles was du haben willst und das zu einem vernünftigen Preis im Vergleich zu den Vollautomaten. Außerdem hat es einen viel schöneren Touch, wie man hier sieht. Finde ich sehr schön, das Tamper-System, das macht auch Spaß und das integrierte Mahlwerk funktioniert auch sehr gut. Also das ist eine richtige Espresso-Maschine, du kriegst ja richtige Espresso-Maschinen, Espresso-Getränke heraus und dafür ist es auf jeden Fall wert. Also wenn du überlegst, auf Vollautomat zu kaufen, willst aber bessere Getränke, dann schau mal diese Maschine an, guck das an, ob das vielleicht für euch was ist. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Meine Frau, die liebt es, die findet 10 von 10 Punkten hat diese Maschine bewertet bekommen von meiner Frau, weil es halt leicht zu bedienen ist. Das ist halt ein guter Einstieg in Espresso. Man wird an der Hand genommen und gezeigt, was man halt machen sollte. Das ist das Gute an der Maschine, schaut auch gut aus in der Küche und ja, das ist eine sympathische Maschine. Gut, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ihr was gelernt habt und schau mal meine anderen Videos an. Wenn es euch so gefällt, dann tu mal einfach abonnieren. Ich tue normalerweise auf Englisch reden, aber heute mal auf Deutsch. Ich wünsche euch alles Gute und viel Zeit. Ciao.